ich mal, liebe Freunde. Willkommen zu einer Folge von Let's Play Crash Bandicoot and Centrality Crash Game. Jetzt geht weiter mit Crash, mit dem Level. A million miles away and I'm still thinking about my baby. Hey, Miss Behaving. So heißt das Level. Behaving. Ich habe es extra angefangen, ein Lied von Pentatonix zu singen, was Miss Behaving heißt. Und weil das Level Behaving. Ja. Lustig, ne? Ich kenne es irgendwie noch gar nicht. Ich wollte eigentlich auch noch. Ganz ehrlich, ich möchte eigentlich mal eben zurück zum Hauptraum gehen und gucken, was da als Tipp stand, wie wir hier, ob wir hier alles kriegen können und so weiter, weil. Es wäre ganz praktisch zu wissen, bevor wir ihnen das Level neiganget. Das war gerade voll Schwäbisch, Digga. Hey, sollen wir mal ein komplettes Part auf Schwäbisch machen? Ich schwör's euch, ihr verstandet Keuerzigswappe. Wenn ihr so richtig braut Schwäbisch wärt von der Albra, ihr denkt euch, ihr was labert der Typ eigentlich. Ich kann Keuerzigswappe verstanden. Kann ich mal über das übersetzen, was hier drauf steht auf Schwäbisch? Hintere raffinierte Täuschung liegt ein besonderer Edelstein. Okay, da ist irgendeine raffinierte Täuschung, wo ein besonderer Edelstein hinterliegt. Aber ich hab nur keine Ahnung, wo muss man schauen, wo das sein kennt. In der Zeit im Spiel ist einfach bis zu dem Punkt, wo man die 90 Lebepharmaka. Und dann schauen wir das eventuell kurz im Internet und dann schneide ich ein bisschen und dann. Das wird es auf jeden Fall im ersten Versuch regeln, weil ihr wisst, ich bin ja ein Fan davon, wenn man alles auf einmal schafft und deshalb probieren wir das hier auch wieder, oder? Ich finde, das klingt ganz gut. Ja, wie gesagt, ich schwätze es nur ein bisschen auf Schwäbisch, jeder sage bis zu dem Punkt, wo ihr euch Zeug wie ihr 90 Lebepharmaka mal kennt, weil das ist echt ganz schön praktisch für das Spiel und ja, das zeige ich dann einfach gleich mal. Ist tatsächlich gar nicht mehr so weit weg, also. Eigentlich tatsächlich schon dahinter. Jetzt kann man hier noch schön einmal rein. Kleine Biene vorbei, eine Banitro-Kiste, dürfen mit Hänger bleiben. Das wäre sonst ganz, ganz blöd, weil dann wird man starber. So, dann kann man hier noch einmal genommen. Dann werden wir den Checkpoint aktivieren. Und jetzt hier, zurück zu Hochdeutsch, können wir hier einfach alles umbringen und dann kriegt man immer Leben. Das werden wir doch eben machen, bis wir wieder 99 haben und dass ihr einfach seht, wie das geht. Von 0 auf 99 sind hier. Oh fuck! Sind sie insgesamt 7 Minuten, die ihr braucht. Und um die 90 Leben zu bekommen, also. Hab das vorher gemacht, ich hatte viel Leben und ja, das mit dem Sieben. Ich habe nebenbei ein PewDiePie-Video geguckt, das war dann, wie gesagt, so circa 10 Minuten vorbei. Ich habe auch davor schon geguckt, dass ich hier rangelaufen bin. Also 7 Minuten passt von der Zeit her. Genau. Man muss halt zuerst Kreis drücken und dann Viereck, also so. So ein Kreis-Viereck-Attack, also sowas hier. Sowas hier. Nur dann kriegt man alle 3 oder 4 oder 5, keine Ahnung, wie viel das sind auf einmal und dann. Kann man hier unendlich Leben farmen, ist ganz schön entspannt. Und ja. So habe ich das dann tatsächlich im Vorbeginn der vorletzten Folge gemacht. Genau. Sure. Beautiful, oder? Einfach nur beautiful. Maybe you light up my world like nobody else. The way you trip, flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile in the ground and I want to tell you don't know. Oh, you don't know you're beautiful. Ja, wir machen das noch besser, das lasse ich auch drin. Und danach werde ich Google bemächtigen, wie wir hier den. Wir haben hier schon bekommen. Und generell, ob wir das auf einmal und. Bibla Blub und hi. Dang, dang, chaga, dang, dang, chaga, dang, dang, chaga, dang, dang, chaga. She was more like a beauty queen for a movie scene. I said to my mother, what do you mean? I am the one that would dance on the floor and around. She says, I am the one who would dance on the floor and around. Wir müssen es auch echt richtig timen, dass das dementsprechend alles passt. Und ja, bitte time und jetzt haben wir gleich nochmal nur uns Leben und ja, hui Spaß. Ja, yay. Und mehr geht auch nicht. So, kleine Pause, ich gucke nach, wo wir einen Stern bekommen. Bis gleich. Also, wie wir da hinkommen, ist einfach, ich hätte sogar noch gewusst, wenn ich es gesehen hätte. Wusste ich nur nicht mehr, deshalb, ja. Aber dann, was wir da machen müssen, um den Leon zu bekommen. Oh, Leute. Oh, Lord. Oh, Lord, hell no. Okay. Vorsichtig. Gag! Okay. Hier gehen wir einfach runter. Tschüss. Machen so immer das Zeug kaputt. Kommen wir da durch? Ja. Kommen wir nicht. RIP in Pizzerinos! Ribbon Pepperonis, go, go!
Actually, pepperonis are very delicious, so it wouldn't be that bad to be ripped in pepperonis, I guess. Okay, hören wir mal auf damit, weil, weiß auch nicht. Geht weg, geht einfach weg. Ich mag keine Bienen, ich mag die im Real Life nicht, ich mag den Crash auch nicht. Hier müssen wir jetzt raus und dann... Ja, das wollte ich jetzt, obwohl das wollte ich anscheinend doch. War ganz gut. Okay. Oh Gott, bist du schneller, mein Gott, geh weg, Hilfe. Das war, glaube ich, jetzt sehr dumm. Aber innen ist schon der Checkpoint, also hey. Leute. Alles safe. Alter, das war jetzt. Also, das ist halt echt nicht schwer hier. Da würden sie unbedingt eingraben müssen, was ich halt auch nicht, aber. Es macht Dinge um einiges easier, you know? Open up, you know? Beautiful level again. Open up, you know. Ja. Best Commentary irgendwann anstrengend Spiel halt. Wieder hoch. Dann da rüber. Verpisst euch. Oh Gott, Alter. Alter. Ohne Witz, das ist einfach Samic! Schneller, das reicht noch. Wie soll ich denn meine Oma abonnieren? Wow. Ich will die nicht jedes Mal aktivieren. Das ist nervig und unnötig und viel. Weißt du, wisst ihr, in dem Moment, wo ich in meinem Kopf den Satz geformt habe, das ist viel zu einfach. Tot. Instant. Das war so klar. So, und jetzt schaffe ich das kein einziges Mal mehr. 100%. Ja, toll. Auch ich war nicht zu kein. Oh, was ist das denn für ein Hurendreck hier? Ja, das sind auch so Level, die einfach absolut null keinen Spaß machen. Und wir sind noch nicht mal an der schwierigen Stelle, dass das wie hieß denn. Als ob ich einen Mittler-Steckpoint bekomme. Fickt euch. So. Vernünftiger Checkpoint. Fucking Midlife-Checkpoint, ey. Voll die Beleidigung. Ah, fuck, der kann mich. Ja. Yeah. Genau. Das konnte der tolle Anpan-Mann machen. Fuck you. Just die every. Ja. Ich drehe mich 200 Milliarden Mal und die treffen mich. Ist okay. Ist okay. Merke ich mir einfach. Gut, das hätte es nicht sein müssen, aber. Oh, diese fucking nervigen. Okay, whatever. Auf jeden Fall, guck mal hier, das sind keine Nitrokisten! Können wir da nicht auch gegenlaufen? Können wir die. Okay, die können wir tatsächlich. Die können uns gar nichts, ne? Okay. Das sind eigentlich Eisenkisten. Ja, das sind nämlich keine Nitrokisten, sondern da hinten. Wir sind hier in Nitrokisten stehen, Eisenkisten, so. Und das hier ist so, obwohl wisst ihr, was mir gerade immer so auffällt. Oh fuck, wir brauchen die, um da hochzukommen. Ah! Ach nee, wir müssen die töten. Der Typ hier hat das hier komplett fertig gespielt. Waren hier Kisten? Ich glaube, hier waren. Wartet. Warte, ich hab's wieder noch offen. Wartet. Ich glaube, da waren keinerlei Kisten. Nur Nitro-Zeug. Yep, keine Kiste. Und da wir jetzt den pinken. Yep, keine Kiste. Am Arsch mache ich das Level, wenn es dir keine Kisten gibt. Man muss einfach nur wissen, wie das Spiel aufgebaut ist. Man muss einfach nur wissen, wie das Spiel funktioniert. Wie es aufgebaut ist, dann ist alles gut. Ach so, okay, gut. Ja, gut, okay. Der Typ hat ein Video von einem 100% Run gemacht. Das heißt, natürlich muss er dann das auch zeigen, was in dem
was in dem Part passiert. Okay, das ergibt Sinn. Aber an und für sich, zur Komplettierung des Levels muss man das nicht zwingend spielen. Was ich tatsächlich ganz, ganz toll finde, diese Pinsel so scheiße. Ich hasse Bienen im Real Life als auch im Crash. Ey. Okay, ich renne jetzt einfach. Ich renne jetzt einfach weg und mir alles egal. Gut. Holy, ey. Diese Bienen sind so nervig. Es war klar. Wie kommen wir jetzt da vernünftig durch? Na, wird spaßig. Das wird eine Weile dauern. Okay, die kommen einfach gar nicht. Gut, wenn die nicht rauskommen, ja, nichts gegen. Okay. Konzentriere mich jetzt gerade einfach ein bisschen darauf, das Spiel Level zu spielen. Das Spiel Level zu spielen, ja. Leute, ich bin's, Deutschprofi 1111x3, lol, Roffelkopter tot. Ja, wir werden ins Loch gefallen und von Bienen gestochen worden, also. Welcher Tod ist euch lieber? Zerquetscht werden oder aufgeschlitzt? Hm. Okay. Nach reiflicher... Ja, genau! Nach reiflicher Legen nehme ich, glaube ich, was heißt... Zerquetscht ist es ja auch nicht, auf dem Boden aufklatschen. Ich wüsste halt nicht, wie sich sowas anfühlt. Ich wüsste eigentlich auch nicht... Ja! Seit wann kommen die in die andere Richtung? Ist doch nie passiert! Okay, ist es... Der Anpanmann, der Anpanmann, der Anpanmann, der Anpanmann. Wenn du die Taste drückst und das Spiel sich mal wieder denkt, nope. Not today, Sudo. Ja, genau. Das ist so eine Sache, die hat mich noch nie getroffen. Und dann, wenn ich einen Akku auch habe und ihn sogar brauchen könnte, dann trifft es mich. Mhm. Erneut habe ich an dieser Stelle Kreis gedrückt. Gut, dann ignoriere meine Taste einfach, Spiele. Ist okay. Ist okay. Checkpoint, Bonus. Der Bonus ist Krebs. Der Bonus ist irgendwie Krebs. Weil sie dachten sich, hey, wenn wir in diesem Level schon eine Troll-Nitrokisten verstecken müssen, müssen wir den Bonusbereich extra schwer mit Nitrokisten machen. Yay! Obwohl, oh Mann, ich habe gerade irgendwie Angst, dass wir das eine Bonus-Ding mit dem Pinken, dass wir da am Ende die Nitrokisten, oh Mann, oh Gott, ich habe Angst, oh Gott. Jetzt habe ich Angst, okay, bam, 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 man merke, ich habe die Kiste, die normale Holzkiste mit einem Sprung zerstört. Und dann sind die Nitrokisten unter mir explodiert. What the actual fucking fuck? Like hell no. Okay. Oh je, oh, ich hoffe, oh, ich hoffe, oh, ich hoffe, ich muss da nicht in die Kisten. Die hole ich dann natürlich auf Screen, aber oh ne. Aha. Fuck. Ah, runter da, oh Gott, du, nein, na, ja. Too much auf einmal. I was very confused and like, oh no, please, what is happening? Gut. Alles gut, alles safe. Okay, das hier ist eh easy as fuck. I don't need this.
Obwohl, wisst ihr was? Hier gehen wir mal rein. Tschüss. Okay, jetzt werden wir ja gleich sehen, ob das 50 sind. Obwohl, in diesem Spiel gab es echt viel Nitro. Yay! We did it! We did it! We did it! We did it! Yeah, hey, we did it! We did it! Yeah, we did it! Did it! Did it! Did it! Did it! We did it! We did it! Ich glaube, das war das letzte Level in diesem Warp-Raum. Leute, das wäre mir für Warp-Raum 400%. Ja. Halt die Flatte. Ja, ja, nicht tanzen, Coco. Wahrscheinlich kommt jetzt Crash und. Achso, ja, die hat ja. Noch einen dritten. Ah, Cortex-Time. Lüge! Brio war in der Vergangenheit für unsere Missverständnisse verantwortlich. Er zwang mich, ihn bei seinem Plan für die Weltherrschaft zu unterstützen. Und jetzt schlägt er wieder zu. Er wird versuchen, uns aufzuhalten. Pass auf, Crash! Um die Kristalle zu Engine zu bringen. Wisst ihr, was ich mich ja da so ein bisschen frage? Ist es eigentlich Absicht, dass das, was Cortex sagt, so absolut null synchron mit seinen Lippenbewegungen ist? Weil es halt einfach dadurch darstellen soll, dass die Verbindung zum Hologramm instabil ist? Oder war einfach das deutsche Synchronstudio so fucking wichsfaul, um das vernünftig zu machen? Das würde mich interessieren. Ich werde es mir nachher mal auf Englisch dann schon mal gucken. Ja. Auf jeden Fall, der Lux ist natürlich richtig hart ins Ding. Ja, wir kämpfen jetzt gegen den guten Engine. Ich meine, ihr kennt alle Engine, aber ihr kennt nicht den wahren Engine. Den wahren Engine, den ich euch jetzt präsentieren werde. Das hier. Das hier, Leute. Ist der wahre Engine. Grüße an der Stelle meinen Furry-Kollegen, der guckt die Videos sogar. Hi. Auf jeden Fall spielen wir jetzt nächstes Level. Ich muss nur eben Telegram wieder beenden, bevor sich Leute denken, warum antwortet mir keiner? Weil ich aufnehme. So. Natürlich kämpfen wir gegen Engine mit dem guten Crash und endlich haben wir mal mehr als nur eine Sache, als nur ein Level in einem Part. Das ist wunderschön. Hi. Ist das der Originalsprecher von damals? Okay. Das hier hat mich damals in Crash 2 ein paar Nerven gekostet, das im Originalspiel. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der geht. But you may do anything, so that I don't get... Ah ja, da war ja was. Okay. Wir mussten den mit Äpfel schießen, die wir aber nicht verlieren. Deshalb öffnet er die auch immer. Das sieht, da haben sie echt eine schöne Animation. Das sieht echt gut aus. Für gemacht. Ich treffe nur leider kein einziges Mal. Ich glaube, das macht er genau. Wartet. Da! Das wird ein nerviger Boss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann gut sein, dass ich hier mal so hin und wieder so ein bisschen Schweigen mache. Schon keinen Bock mehr. Der ist nervig. In Crash 3 mag ich den Boss. Das ist Fun Fact, Engine aus Crash 3 ist Wallace Hass Boss. Ich finde ihn gar nicht so schlimm, aber hier. Hier ist Engine so schlimm und. Oh. Aber auch einfach nur, weil die Steuerung von Crash so schlecht ist. Man, er kann einfach nicht schräg werfen. What the fuck?
Oh, kann ich ja nicht mal irgendwas kaputt gehen? Alter, kann nicht mal irgendwas kaputt gehen? Bitte. Like now. Thanks. Explode already. Was war das? Nothing. Okay. Oh, lass es halt noch kurzer offen. Okay, die erste Phase ist geschafft. Halleluja. Das ist ganz einfach, da müssen wir nur auf den Boden gucken. Oh. Es ist halt echt reines Glück, ob du triffst oder nicht. Außer wenn es sich kurz aufmacht, zumindest. Es ist reines Glück. Es ist reines Glück und das ist so behindert. Oh. Oh, nervig. Oh, nervig. Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig. Oh Gott, no. Okay, ich dachte, wir könnten ihn sliden. Ein anderer Fun Fact. Wenn wir hier die Wumpas gegen Engine schleudern, sehen wir, dass sie lila zerplatzen. Ich glaube, das soll nochmal so ein bisschen eine Verdeutlichung sein, dass diese Wumpas keine Äpfel sind, weil keine Äpfel sind. Weil Äpfel im Inneren nicht lila sind. Das sind Wumpas, keine Äpfel. Ich habe auch schon ein paar Mal Äpfel dazu gesagt, aber es liegt einfach daran, weil man als Kind damals einfach gedacht hat, das wären Äpfel und deshalb hat sich das so ins Gehirn eingebrannt. Aber Leute, für die Zukunft, das sind keine Äpfel, sondern Wumpas. Wumpas, please. Appreciate the Wumpas. Thanks. Oh, Mann. So ein Kackboss. Es ist kaputt. Nice. Ja, ja. Oh. Oh Gott. Wollen wir nochmal ein bisschen spielen? Oh, widerlich! Okay, also wenn er nur noch einen hat, dann feuert er die auf mich. Gut zu wissen. Oh. Like so. Annoying and bad. Was, der macht einfach da auf, wo man ihn gar nicht treffen kann. Oh. Ja, und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Also, ich habe gerade den Fun meines fucking Lives. Finally. Mach auf, open up, you know. What? Ah, oh, der Boss ist so scheiße. Der Boss ist so scheiße. Oh. Ich will einfach nichts mehr dazu sagen, weil es einfach... Oh, es ist halt einfach langweilig und du kannst nichts dazu sagen und... Ich habe jetzt gerade auch keinen Bock, was zu erzählen und... Oh, oh Mann, komm doch da, wo ich dich treffen kann, wäre ich ja Hurensohn anders programmiert. Hätte man das vielleicht nicht, hätte man diesen Bossfight vielleicht nicht so ein bisschen vernünftiger machen können im Remaster, wäre das nicht eine tolle Idee gewesen, das hätte mich sehr gefreut als Fan. Alter, was ist das? Ja, ist okay, wir haben es verstanden, dass du mich gerne trotzdem einfach da... Ah ja. Ja! Halleluja.
Ja, mhm. Fuck you. Ja. Es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich, langweilig, scheiße, behindert, dumm, abgefuckt. Ne. Also dieser Bosskampf ist der größte. Ich meine, guck mal, der macht's jetzt auf. Wie soll ich denn da hinten treffen, Mann? Oh! Er schießt ja nur geradeaus. Ich kann nicht schräg schießen. Jetzt machst du das wieder. Was ist denn das? Also das ist... Oh, nee, einfach nein. Och, komm. Oh, Mann. Oh, er ist immer noch nicht down, ey. Und ich schieße ja nochmal. Oh. Boah, ist das scheiße. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht spammen einfach und bleib hier einfach in der Mitte stehen. Damit treffe ich noch am meisten. Ich muss mal gucken, wie man so einen Boss zum Beispiel in einem Speedrun macht. Wie geht so eine Wichskrüppelkacke in einem Speedrun? Die haben vor kurzem mal Crash Bandicoot 2 gespielt, das habe ich mir auch angeschaut, aber okay, vor kurzem ist ja auch vor ein paar Jahren. Das würde mich mal gerade irgendwie interessieren, ehrlich. Weil das ist ja so behindert, ey. Okay. Gut. Letzte Phase. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Okay. Nein! No! Weißt, wie du diesen Dreck zu handhaben musst, wie das funktioniert und alles und wie du welche Phase am besten meisterst und wo du stehst, dann ist das kein Problem. Aber wenn du in diesen Boss nach über 2 Jahren wieder reingehst und dir einfach nur denkst, nein, like hell no. Nächste Warp-Rum in der nächsten Folge, Leute, wir haben Warp-Rum 4 somit auf 100%. Yeah. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, Kommentar und Abo da. Link zu anderen Projekten in der Kasse, schmeckt in der Beschreibung. Einen schönen Tag, wir sehen uns wieder. Und ja, was geht noch zu sagen, außer tschüss, Silly.